Berlin, 29. Juni 1922, Untersuchungsgefängnis in Berlin-Moabit. Verhör des Gefangenen Ernst Werner Techo, 20 Jahre alt, Maschinenbaustudent, verhaftet wegen Mordverdachts. Kern rief mir zu, ich solle schneller fahren. Ich holte den Wagen in der Nähe der besprochenen Stelle ein. Der Wagen, den ich verfolgte, fuhr nicht vorschriftsmäßig rechts, sondern etwa in der Mitte des Fahrdamms. Als ich ihn überholte, war ich höchstens einen halben Meter entfernt. In diesem Augenblick hörte ich Schüsse hinter mir. Ich habe mich nicht umgesehen, sondern fuhr in die Wallotstraße. Hier rief einer von hinten, wir haben Rathenau erschossen. Fahren Sie so schnell wie möglich. August 1914. Das Deutsche Reich macht mobil für den Krieg. Soldaten hat der Kaiser genug. Auch gibt es für jeden Lanzer ein Gewehr, einen Dolch und Verpflegung. Was fehlt, sind ausreichend Rohstoffe wie Eisen und Stahl für die Kanonen und Granaten. Auch Sprengstoff und Schießpulver sind knapp. Doch dieser neue, moderne Krieg braucht mehr als tapfere Soldaten und Gewehre. Deutschland und die Mittelmächte überhaupt hätten, da sie ja die Seeherrschaft nicht hatten, nach wenigen Wochen den Krieg 1914 einstellen müssen, mangels Nachschub an Salpeter und an Baumwolle, um alleine Schießpulver herzustellen und Waffen herzustellen. Die Rohstoffversorgung als Mangel erkannte und organisierte, stieg er zeitweilig zu so etwas wie ein ziviler Hindenburg auf. Walter Rathenau, Präsident des Elektrokonzerns AEG und Wirtschaftsmanager. Als Chef des von ihm gegründeten Kriegsrohstoffamtes sorgt er dafür, dass den Rüstungsschmieden die Rohstoffe nicht ausgehen. In einem halben Jahr organisiert er eine Kriegswirtschaft, die die Front laufend mit Waffen und Nachschub versorgt. So effizient, dass selbst die Kriegsgegner sein Konzept bewundern. Die eigenen Militärs zu Hause trauen ihm nicht. Nein, richtig beliebt ist Rathenau nicht gewesen, eigentlich zu keiner Zeit gewesen. Alles, was er leistete, wurde doch kritisiert. Zum Beispiel auch gerade die Frage der Kriegsrohstoffversorgung. Da fand man, es ist doch eigentlich eher eine Schande, dass ein Jude kommen musste, um im Kriegsministerium in Preußen diese Sache einzurichten. Je aussichtsloser der Krieg wird, je länger das Völkersterben dauert, desto weniger sind die Manager des Krieges im Volk gelitten. Auch Walter Rathenau. Wie viele Industrieführer gelten er und seine AEG als Kriegsgewinnler. Dieses Popularitätsdefizit wurde noch erhöht durch jenen Aufruf zur Levée en masse, der am 7. Oktober 1918 im Berliner Tageblatt erschien und Rathenaus Ruf auf einen Schlag vernichtete. Andere Zeitungen verbaten es sich, dass aus einer Grunewald-Villa heraus, in der Rathenau als Nabob lebe, solche Aufrufe entsandt würden an das darbende und hungernde Volk. Der Vergleich mit einem reichen indischen Müßiggänger verletzt Walter Rathenau. Er wollte nur bessere Ausgangsbedingungen für die Verhandlungen nach dem Krieg. Er selbst ist kein Mann der Gewalt. Seine Visionen sind auf ein friedliches Zusammenleben ausgerichtet, nach außen und nach innen. Rathenau ist nach dem Krieg zunächst politisch kaltgestellt. Seine Stunde schlägt erst anderthalb Jahre später,
auf der Konferenz im belgischen Spa 1920. Es geht um die Höhe der Entschädigung, die Deutschland den Siegermächten zahlen muss. An gutem Willen fehlt es nicht. Die deutsche Regierung will die immensen Forderungen erfüllen, so gut es geht. Sie glaubt aber auch, dass die alliierten Ansprüche letztlich für das geschundene Reich unerfüllbar sind. Das will sie den Kriegsgegnern in den nächsten Jahren zeigen. Rathenau ist Mitglied der deutschen Delegation. Die Regierung setzt auf das Verhandlungsgeschick des Wirtschaftsexperten und sein internationales Renommee. Und Rathenau ist auch überzeugt von der später von ihren Gegnern Erfüllungspolitik genannten Strategie der Regierung, den Alliierten ihren guten Willen zu zeigen. Zunächst muss sich die deutsche Delegation dem Diktat der Sieger beugen, denn sonst hätten diese das Ruhrgebiet besetzt. Rathenau hat in der entscheidenden Phase mitverhandelt. Fortan wird er die Erfüllungspolitik federführend vertreten und umsetzen. Nachdem Rathenau nach dem Kriege zu jenen gehört hat, die einen Ausgleich mit den Siegermächten des Weltkrieges wollten und nicht wieder die Vorbereitung einer neuen militärischen Konfrontation anstrebten, galt er als Exponent der Republik, der von den Rechten her gesehen verhassten Republik. Er galt als einer der Erfüllungspolitiker, wie die gesagt haben, also als einer von denen, die Ausgleich mit den Siegermächten wollten, die also insgesamt eine friedliche Perspektive hatte. Und all das widersprach ja dem Weltbild der nationalistischen Rechten und insbesondere jener der Offiziere, die ein ganz besonderes Verhältnis zum Gewalthandeln ja schon immer hatten. Ich gehöre der Organisation Konsul seit deren Entstehen im Frühjahr 1920 an. Als Mitglied der Organisation Konsul war ich zur Treue gegen die Mitglieder und zum Gehorsam gegen die Vorgesetzten verpflichtet. Auch zur Verschwiegenheit hinsichtlich der Themen bei Besprechungen und Vorträgen. Wenn eine besondere Aufgabe vorliegt, so werden die zur Mitwirkung herangezogenen Mitglieder für diesen Fall besonders verpflichtet. Treue und Gehorsam finden sich in diesen Friedenszeiten vor allem in den Freikorps, wie in der Brigade Erhard. Hier sammeln sich junge Offiziere. Sie gehören zu einem Typ Soldat, der charakteristisch für die Nachkriegszeit ist. Wie Erwin Kern, ein junger Seeoffizier der Reichsmarine. Oder Hermann Fischer, auch er Weltkriegsoffizier. Nehmen wir einen jungen Deutschen, einen jungen Preußen, Jahrgang 1895. Der ist 1914 bei Kriegsbeginn 18 oder 19 Jahre alt. Der hat gerade sein Abitur gemacht. Dann meldet er sich als Kriegsfreiwilliger. Dann hat er vom 19. Lebensjahr bis zum 24. Lebensjahr ist er Soldat des Ersten Weltkrieges. Er hat Erfahrungen, die andere gleichaltrige Männer in friedlichen Zeiten haben, gar nicht gemacht. Er hat keine Kontakte zu Frauen. Sein Metier ist die Ausübung von Gewalt. Er wird über die Jahre hinweg in einem ganz bestimmten Sinne deformiert. Sein Gefühlsleben gerät völlig durcheinander. Seine Perspektive ist immer nur eine Gewaltperspektive, eine Perspektive, in der die Menschen nach dem Prinzip von Befehl und Gehorsam miteinander verkehren. Im März 1920 sehen diese jungen Offiziere endlich eine Perspektive und eine Zukunft. Viele beteiligen sich am sogenannten Kapp-Putsch mit dem Ziel, die junge Republik zu stürzen und eine Militärdiktatur zu errichten. Auch der ehemalige Seekadett Ernst Werner Techow schließt sich den Putschisten an, um Vaterland und Nation von den Linken zu befreien. Und so sind diese Leute, politisch gesprochen, sind sie Nationalisten. Psychologisch gesprochen sind sie ewige Krieger, die aus dem Gewaltmilieu nicht herauskommen. Sie sind zugleich
geborene Antidemokraten, weil sie die Demokratie nur als eine weiche, unheroische, unwürdige Angelegenheit ansehen können. Und sie sind empfänglich für alle diktatorischen Regungen. In ihnen bleibt der Ruf nach dem Führer von Anfang an wach. Hermann Erhard ist dieser charismatische Führer, dem die jungen Offiziere und Soldaten bedingungslos folgen. Sie bleiben ihm auch treu, als der Kapp-Putsch scheitert, die Brigade auf Befehl der Reichsregierung aufgelöst und ihr Anführer als Landesverräter gesucht wird. München. Hierhin ist Hermann Erhard geflohen. Hier in Bayern ist er vor dem Zugriff der Berliner Reichsregierung sicher. Hier kann er sich offen bewegen. Unter dem Tarnnamen einer Holzfirma gründet der Putschführer im Frühjahr 1920 die Organisation Konsul, die OC. Der Konsul, das ist Erhard. Es ist ein geheimer Kampfverband zum Sturz der Republik, der auch vor dem Mord an Andersdenkenden nicht zurückschreckt. Prominentestes Opfer des Geheimbundes ist der ehemalige Reichsfinanzminister Matthias Erzberger. Im Sommer 1921 erschießen zwei OC-Mitglieder im Schwarzwald den Zentrumspolitiker heimtückisch. Schon bald haben die Ermittler die Geheimorganisation als Drahtzieher im Visier. Während die Mörder mit Hilfe der OC ins Ausland fliehen, werden im Münchner Hauptquartier die Geheimpapiere der Verschwörer vernichtet. Offenbar haben sie einen Hinweis aus der Münchner Polizeispitze erhalten. Nicht alles wird rechtzeitig beiseite geschafft. Fast die gesamte Führung der OC wird festgenommen. 6 Monate nach seiner Gründung ist der Geheimbund vollständig aufgeflogen. Die OC wurde in der Öffentlichkeit als eine Gefahr der Vergangenheit gesehen. In dem Moment, wo sich die ganzen Organisationspläne enthüllten, zeigte sich in der Öffentlichkeit, dass in Deutschland eine Krake existierte, die das ganze Reich in 7 Oberbezirke und zahllose Unterbezirke aufgeteilt hatte und in jedem dieser Unterbezirke über eine militärische Formation verfügte, die im Bedarfsfall innerhalb von 24 Stunden marschbereit sein konnte. Aber diese Gefahr schien mit der Zerschlagung der OC überwunden zu sein. März 1921. Die Franzosen sind über den Rhein marschiert. Sie haben Ruhrort, Duisburg und Düsseldorf eingenommen und eine Zollgrenze zwischen dem Reich und den Besatzungszonen errichtet. Seit Kriegsende halten die alliierten Siegermächte bereits das linke Rheinufer von Mainz bis zum Niederrhein besetzt. Jetzt stehen französische und belgische Truppen an der Grenze zum Ruhrgebiet und drohen wieder einmal mit dem Einmarsch ins Herz der deutschen Wirtschaft, wenn die Reparationsforderungen nicht akzeptiert werden. Es ist ein Kampf um die wirtschaftlichen Ressourcen des Landes, ein Kampf um das Überleben des Reiches. Es ist die Stunde der Erfüllungspolitiker um Rathenau und Kanzler Josef Wirth. Sie suchen nach Kompromissen und Verständigung. Rathenau ist jetzt Minister für Wiederaufbau, neben dem Kanzler der wichtigste Mann im Kabinett. Mit seinem französischen Kollegen Loscheur vereinbart er im Sommer, dass Deutschland die Kriegsschuld auch mit Sachlieferungen begleichen kann. Eine diplomatische Meisterleistung Rathenaus. In der lebenswichtigen Reparationsfrage ist der Vertrag von Wiesbaden ein Durchbruch. Er ist der Realpolitiker. Er ist der Politiker, der sieht, was man realistischerweise am vernünftigsten anpacken kann und vielleicht durchsetzen kann. Das war seine Haltung. Die Haltung der meisten anderen Politiker war eben eher national betroffen. Das hat Rathenau in der Weise nicht mitgemacht. Er hat versucht, das zurückzudrängen. Und genau das ist ihm natürlich von rechtsgerichteten Kräften, also von Nationalisten,
nun wieder besonders übel genommen worden. Und da konnte man dann wieder sagen, ja, typisch, der Jude, er ist nicht besonders national. Der Jude Rathenau verrät die Heimat, verkauft das Vaterland ans Ausland, hetzen seine Gegner in Staat und Wirtschaft. Den feinsinnigen Minister lassen die Angriffe keineswegs kalt, aber er tut seine Pflicht. Angst hat er nicht. Die Schmähungen und Karikaturen schmerzen, aber er weiß, dass seine Politik der Verständigung die einzige Chance des besiegten Deutschlands ist. Rathenau erfährt auch Neid. Er ist Multimillionär. Neben seiner Villa in Berlin hat er in Freienwalde an der Oder ein kleines Schlösschen erworben und restauriert. Dorthin zieht er sich oft zurück, malt und schreibt. In einem anderen Jahrhundert hätte man ihn mit seinen vielen Talenten wohl als Genie bezeichnet. So aber ist der Feingeist der Realpolitiker der Republik, der Feind der rechten Demokratiehasser. Kern und Fischer haben gelegentlich die Ansicht geäußert, dass eine Gewalttat gegen eine politisch hochstehende Persönlichkeit begangen werden müsste. Die würde dann zwangsläufig eine gewaltsame Veränderung der politischen Verhältnisse bringen und damit eine Wendung zum Besseren. Ich habe auch an einen beabsichtigten Anschlag auf Rathenau gedacht, aber vom tatsächlichen Vorliegen eines solchen Planes habe ich noch nichts gewusst. Nach dem Erzberger Mord hat die Organisation Konsul in den Besatzungszonen und im übrigen Reich wieder ein dichtes Netz von Zellen aufgebaut. Alliierte Einrichtungen und Offiziere stehen im Visier der Verschwörer. Mit Attentaten und Sabotage versuchen sie, die verhasste Besatzungsmacht zu schwächen. Dabei kooperieren die Verschwörer intensiv mit der Reichswehr, der im Versailler Vertrag der Aufbau einer Spionageabwehr verboten war. Wir wissen, dass die Reichswehr der OC Listen übermittelte mit dem Namen von Separatisten und Spionen, die es zu liquidieren galt. Wir wissen auch, dass wiederum die OC für die Reichswehr eigene Spionageaufträge erledigte und insoweit wirkte die OC wie ein illegaler Arm der legalen Reichswehr. Möglichst dicht soll das Band zwischen Geheimbund und Armee geknüpft sein. Denn seit dem Kapp-Putsch wissen die Verschwörer, ohne die Reichswehr würde jeder neue Umsturzversuch scheitern. Die ruhigen und idyllischen Bilder aus dem besetzten Rheinland täuschen. Unter der Oberfläche brodelt es, wie auch im übrigen Reich. Zwei Szenarien hat die OC für ihre Umsturzpläne entwickelt. Der Plan A sah einen Aufstand in Oberschlesien vor, den die Reichsregierung mit ihren Reichswehrtruppen nicht hätte niederschlagen können, weil die Alliierten die Präsenz der Reichswehr in Oberschlesien untersagt hatten. In dieser Lücke wollte die OC mit ihren rasch mobilisierten Kämpfern im Innern Deutschlands stoßen, um nach einem siegreichen Zurückschlagen der polnischen Insurgenten, der polnischen Aufständen, diese Legitimation zu nutzen, um gleichsam die Waffen umzudrehen, nach Berlin zu marschieren und ihre eigenen Auftraggeber, die republikanische Reichsregierung, zu entwaffnen und davon zu jagen. Seit Kriegsende streiten Deutsche und Polen um Oberschlesien. Es geht um die neuen Ostgrenzen und vor allem um die Industriegebiete zwischen Oppeln und Katowice. Für die Deutsche Republik sind die reichen oberschlesischen Kohlereviere lebenswichtig, schon wegen der immensen Reparationsschulden. Doch auch Polen will die wertvollen Industriezentren. Im März 1921 sollen die Oberschlesier selbst entscheiden, zu wem sie gehören wollen. Unter dem Schutz der alliierten Truppen stimmen 60% der Bevölkerung für den Verbleib im Reich. Doch Warschau akzeptiert das Votum nicht. Wieder gibt es Kämpfe. Die Franzosen unterstützen die polnischen Aufständischen. Die Deutschen schicken, mit Billigung der Engländer, kampferprobte Freikorps in den Osten. Wieder einmal setzt die Berliner Regierung auf die unberechenbaren Freiwilligenverbände.
Auch die Organisation Konsul ist in Schlesien, schickt einen eigenen Sturmtrupp in die Kämpfe. Für ihren halboffiziellen Einsatz erhält sie sogar Geld aus dem Auswärtigen Amt. Vergebens. Im Oktober 1921 entscheidet der Völkerbund, Oberschlesien wird geteilt. Die reichen Kohlenreviere fallen an Warschau. Für die Freikorpssoldaten und die OC sind die Schuldigen schnell ausgemacht. Die Reichsregierung unter Wirth und Rathenau hat wieder einmal das Vaterland verraten und verkauft. Berlin ruft die Freikorps zurück und befiehlt ihre Auflösung. Der große Plan der OC vom Marsch auf Berlin fällt aus. Nun verfolgen die Verschwörer eine andere Strategie. Der Plan B sah vor, dass man im Inneren Deutschlands einen Aufstand auslösen müsste, indem ein Bürgerkrieg das Ergebnis wäre. Und in diesem Chaos sollte die Reichsregierung fast versinken und dann wiederum die OC zur Hilfe rufen. Man musste nur einen Anlass für diesen Aufstand erzeugen. Und das konnten politische Attentate sein, die in der Sprache der Rechtsradikalen die Linke zum Aufstand reizen würde. Walter Rathenau ist für die Reichsregierung unentbehrlich geworden. Er ist der Vertreter der Republik. Ob in London oder Cannes, rastlos ist er unterwegs, um eine Verständigung mit den Alliierten zu erreichen. Je gewichtiger seine Rolle, umso mehr Feinde schafft er sich. Nur wer jetzt gegen Rathenau ist, steht auch gegen die Republik. Denn der erfolgreiche Diplomat wird Anfang 1922 zum Außenminister berufen. Im April 1922 steht Rathenau in Genua wieder im Rampenlicht. Reichskanzler Wirth und sein Außenminister treffen die Großmächte auf der ersten Weltwirtschaftskonferenz nach dem Krieg. Diesmal treten sie nicht als Bittsteller auf, sondern versuchen, eine eigenständige Politik zu entfalten. Hinter dem Rücken der Westmächte verhandeln sie im nahegelegenen Rapallo mit der jungen russischen Sowjetmacht. Am Ostersonntag steht der Vertrag mit Sowjetrussland. Diplomatische Anerkennung, gegenseitige Wirtschaftshilfe und wechselseitiger Verzicht auf Reparationsforderungen. Zwar hat der Kanzler den Vertrag eingefädelt, aber der Außenminister hat unterschrieben. Viele Leute waren begeistert über diesen Vertrag, weil sie eben fanden, jetzt haben wir endlich mal wieder eine selbstständige, etwas kühne, besondere Außenpolitik gemacht. Die Nationalsozialisten haben die Sache dann auch wieder anders gedreht. Die haben in ihrem Völkischen Beobachter erklärt, jetzt hat uns der Jude Rathenau nicht nur den Juden in New York an der Börse ausgeliefert, sondern auch noch dem schleichenden Bolschewismus, der ja auch jüdisch beherrscht ist. Ein Jude als erfolgreicher Außenminister. Dies ist für die nationale Rechte kaum zu ertragen. In Zeitungen und Flugblättern macht die nationalistische und völkische Presse Stimmung gegen Rathenau. Auch im Reichstag ereifern sich die Gegner um den deutschnationalen Karl Helferich über die Erfolge des Außenministers. Nach Genua schwebt Rathenau in höchster Gefahr. Doch der ehemalige Reichskanzler Philipp Scheidemann ist das erste Ziel der Verschwörer. Denn der OC geht es um mehr als nur einen politischen Mord. Sie wollen die Republik in Brand setzen. Auf einem Spaziergang wird Scheidemann, der jetzt Oberbürgermeister von Kassel ist, von zwei OC-Männern mit einer Giftspritze angegriffen. Aber Scheidemann zieht im Fallen seinen Revolver, um die Attentäter in die Flucht zu schlagen. Scheidemann überlebte den Anschlag nur, weil er sich so mutig zur Wehr setzte, bevor er bewusstlos zu Boden sank. Der Umstand, dass dieses Attentat scheiterte, ließ die OC-Kommandos, die mit den Attentaten befasst waren, zu der Auffassung kommen, dass man für Folgeanschläge eine andere Strategie wählen müsse. Das politische Ziel ändern sie nicht. Auf der Todesliste stehen noch viele andere, auch Rathenau.
Einer nach dem anderen soll ermordet werden, bis das Land im Bürgerkrieg versinkt und die OC dann als Retter des Vaterlandes auftritt. Der Zentralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens in Frankfurt warnt den Außenminister. Sie haben von einem Spitzel erfahren, dass man Rathenau eine Kugel durch den Kopf schießen will. Der Spitzel hatte schon Philipp Scheidemann vor dem Anschlag in Kassel zu warnen versucht. Eine offizielle Unterrichtung Rathenaus gibt es nicht. Rathenau ignoriert aber auch die Warnungen des Frankfurter Zentralvereins. Walter Rathenau war schon nach dem Antritt seines Amtes als Reichsaußenminister am 1. Februar 1922 bereits häufiger Ziel eines geplanten Anschlages geworden. Einmal hat sich ein Mann bei ihm eingeschlichen, der angeblich eine Lampe verkaufen wollte und konnte nur mit knapper Not herausgedrängt werden. Deswegen hatte Rathenau auch Personenschutz in Gestalt von Detektiven, die er allerdings gerne nach Hause schickte, und er trug einen Revolver zu seinem unmittelbaren Schutz bei sich. Ganz kurze Zeit vor dem Attentat wurde er, wie der damalige Reichskanzler Josef Wirth später beschrieb, von Wirth sogar darüber informiert, dass ein Komplott gegen ihn schwebe. Und Rathenau trat auf Wirth zu und sagte: "Lieber Freund, wer soll denn mir etwas tun? Es ist nichts." Und schlug diese Warnung in den Wind. Haben Sie mit diesem Wagen das Attentat verübt? Kern und Fischer erklärten, ich sei jetzt schon so eingeweiht und ich wisse über die in Frage kommenden fahrtechnischen Probleme Bescheid, dass ich mich schon entschließen müsse, das Auto bei der Tat zu fahren. Ich erklärte mich dazu bereit und sie nahmen mir mein Ehrenwort ab. Dieser Kraftwagen war in Nachkriegs-Berlin nicht einfach vorhanden, er musste besorgt werden. Einen Wagen eines Gesinnungsgenossen hatte man bei einem Fabrikanten in Freiberg in Sachsen. Um diesen Wagen zu besorgen, musste die Dresdner OC eingeschaltet werden. Um das Geld zu besorgen, diesen Wagen nach Berlin zu bringen, brauchte man Geld aus Frankfurt. Um den Fahrer zu gewinnen, wandte man sich nach Hamburg. Und so sieht man, dass in allen Vorbereitungen des Attentats eine Vielzahl von Rädern ineinandergreifen, die gemeinsam dieses clandestine Netzwerk der OC abbilden. Am 20. Juni 1922 holt Ernst Werner Techow den Wagen in Dresden ab. Er soll auch der Fahrer beim Anschlag sein. Als er ihn nach Berlin bringt, stellt er fest, dass das Auto nicht ganz in Ordnung ist. Die Ölpumpe ist offenbar defekt. Das Terrorkommando ist nun komplett. Erwin Kern, Hermann Fischer und Techow. Alle drei waren mit der Brigade Erhard schon beim Kapputsch dabei. Fehlt nur noch die geeignete Mordwaffe. Die erhalten sie von der OC-Gruppe in Schwerin. Techow muss sich allerdings mehr um den Wagen kümmern. Wieder einmal macht die Ölpumpe Probleme. Außerdem hatten sie auf der Hinfahrt bereits eine Reifenpanne. Kern und Fischer sind für die Waffen zuständig. Ursprünglich hatten auch sie eine Giftattacke geplant. Nach dem Kasseler Fehlschlag wollen sie es anders versuchen. Der Schweriner OC-Mann ist vorbereitet. Er hat Handgranaten. Kern und Fischer reicht dies nicht. Sie wollen zusätzlich eine Schusswaffe. Die eigenen Pistolen können sie nicht nutzen. Die schießen zu ungenau. Das haben sie bei Schießübungen im Grunewald vor ein paar Tagen festgestellt. Sie wollen eine Maschinenpistole. Kern ist der Kopf des Trios. Er nimmt die Maschinenpistole. Fischer die Handgranaten. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Berlin, 24. Juni 1922. Es ist Samstag, Wochenende. Wie immer ist die Stadt voll. Viele verreisen, wollen das erste Sommerwochenende draußen im Grünen verbringen, obwohl es am Morgen geregnet hat. In seiner Villa im Grunewald an der Königsallee ist Außenminister Walter Rathenau an diesem Morgen spät dran. Er hat nicht viel geschlafen, ist übernächtigt. Er braucht dringend Ruhe und Erholung. Die vergangenen Tage und Wochen nach Rapallo waren anstrengend.
Den Personenschutz hat er wie so oft nach Hause geschickt. Rathenau mag diese ständige Polizeibegleitung nicht. Sie engt ein. Er hasst nichts mehr als offen zur Schau getragene Furcht. Das Wochenende will auch er auf dem Land verbringen, auf seinem Schloss in Freienwalde. Dort ist alles schon für seine Ankunft vorbereitet. Zunächst muss er aber noch einmal ins Auswärtige Amt in die Wilhelmstraße. Eine Attaché-Prüfung steht an. Kern, Fischer und Techo sind an diesem Morgen früh auf den Beinen. Sie haben sich in einer Seitenstraße der Königsallee postiert und warten. Am Abend zuvor hat Kern seine Mitverschwörer noch einmal auf die Tat eingeschworen. Alle drei sind überzeugt, Rathenau ist als Jude und Politiker schuld an ihrer Misere. Sie sind sozial entwurzelt und kulturell verroht. In ihrer fanatischen rechtsradikalen Gedankenwelt begreifen sie sich als Tatmenschen, die bereit sein müssen, Opfer für die große nationale Sache zu bringen. Erneut macht sich Techo am Wagen zu schaffen. Wahrscheinlich wieder die Ölpumpe. Es ist 10.30 Uhr, als Rathenau auf dem Treppenabsatz noch einmal kehrt macht und ins Haus zurückgeht. An seinem Schreibtisch macht der Außenminister sich eine kleine Notiz über den vergangenen Abend. Bis in die frühen Morgenstunden hat der Rathenau mit dem US-Botschafter konferiert. Wieder einmal ging es um neue Wege, aus der immer enger werdenden Reparationsfalle zu kommen. Rathenau hatte seinen schärfsten wirtschaftspolitischen Gegner, den Großindustriellen Hugo Stinnes, dazugeholt. In der langen Nacht waren die beiden Widersacher sich offenbar näher gekommen. Eine Wende der deutschen Außenpolitik zeichnet sich ab. Rathenau schrieb auf einen Zettel, eben Gesamtrahmen der Politik, unerfüllbar. Ich würde sagen, das ist genau das Ergebnis seines Gesprächs mit Stinnes. Das ist die Aufgabe, die endgültige Aufgabe der Erfüllungspolitik. Der Versuch, in anderer Weise jetzt finanzpolitisch über Amerika oder wie auch immer, zu einer neuen Politik zu kommen. Es ist 10.45 Uhr, als Rathenau verspätet ins Außenministerium aufbricht. Vor dem Haus, in einem Busch versteckt, wartet sein Diener mit einer Pistole bewaffnet, bis der Wagen des Ministers sicher abgefahren ist. Fünf Kugeln haben Rücken, Brust, Lunge und Hals durchbohrt, den Unterkiefer zersplittert. Linke Hand und rechter Fuß sind von einer Handgranate zertrümmert. Rathenau ist auf dem Weg nach Hause in den Armen der Krankenschwester, die ihm zu Hilfe eilte, gestorben.
Am 24. Juli 1922 gegen 11 Uhr stellt ein Arzt offiziell den Tod des deutschen Außenministers fest. Wie Lauffeuer verbreitet sich die Nachricht im ganzen Land. Wut und Empörung sind die erste Reaktion auf den Feigenmord. Die Republik ist in Gefahr, lautet die politische Botschaft zum Attentat. Das spüren jetzt alle. Kundgebungen und Demonstrationen von Parteien und Gewerkschaften begleiten die Trauerfeierlichkeiten im Berliner Reichstag. Der Mord an Rathenau bringt mehr Menschen auf die Straße als irgendein anderes Ereignis der Weimarer Republik bis zum Ende der Weimarer Republik. Hunderttausende, Millionen insgesamt demonstrieren in den großen Städten Deutschlands für die Republik. Ein Generalstreik schließt sich an. Alle Arbeiterparteien und die Gewerkschaften finden sich zu einer Aktionseinheit zusammen. Und überall bis in die Tagebücher und bis in die Briefäußerungen hallt das Echo dieses Attentates nach. Die Emotion über das Rathenau-Attentat hat Deutschland in einer Tiefe erfasst, wie sonst wahrscheinlich kein anderes Ereignis vor 1933. Und es schien für einen Moment, als könnten alle Geburtsfehler der Weimarer Republik bis hin in die gespaltene politische Kultur über diesen Anschlag und die Empörung über diesen Anschlag hinweg geheilt werden und das Land tatsächlich zu einer Befriedung im Rahmen eines demokratischen Grundverständnisses kommen. Der Plan der OC ist gescheitert. Ein Aufstand der Linken findet nicht statt. Die Demokraten stehen geschlossen hinter der Republik. Die Mörder, die sich so sicher fühlten, müssen fliehen. Die größte Fahndung in der Geschichte der Weimarer Republik läuft an. Schon nach wenigen Tagen ist die Identität der Mörderbande gelüftet. 5 Tage nach dem Attentat wird Techow verhaftet. Sein Onkel, bei dem er sich versteckte, hat ihn angezeigt. Ist das die Waffe, mit der Sie das Attentat verübt haben? Die Mordwaffe haben die Ermittler in einem Garten gefunden, nur wenige hundert Meter vom Tatort entfernt. Nur widerwillig gibt Techow Informationen über seine Mittäter preis. Sie wurde anschließend in einen angrenzenden Garten geworfen. Er versucht, Kern und Fischer zu schützen, wie es der Ehrenkodex der Geheimbündler verlangt. Denn auf Verrat steht der Tod. Kern und Fischer sind weiter auf der Flucht. In den Steckbriefen heißt es, sie sind mit dem Fahrrad unterwegs. Jetzt greift das Netzwerk von OC und Sympathisanten. Denn an den unterschiedlichsten Orten tauchen immer neue Radfahrer auf und führen die Polizei in die Irre. Die Mörder wollen nach Süden, an die Saale, auf die Burg eines Gesinnungsgenossen. In Saaleck glauben sie, vorerst außer Reichweite der Verfolger zu sein. Dort wollen sie warten, bis der Burgbesitzer mit der Münchner OC-Zentrale und Kapitän Erhard Verbindung für die weitere Flucht aufgenommen hat. Die beiden Rathenau-Mörder werden unvorsichtig. Anwohner bemerken Licht auf der Burg, obwohl der Besitzer seit Tagen verreist ist. Sie benachrichtigen die Polizei. Am nächsten Tag entdecken 2 Kriminalbeamte die beiden Flüchtigen auf der Burg. Mit einem Hoch auf Kapitän Erhard feuert Fischer von der Dachplattform auf die beiden Polizisten im Burghof. Die Beamten erwidern die Schüsse und zielen auf das Fenster im obersten Turmzimmer.
Einer der fünf Schüsse durch das Fenster trifft Kern am Kopf. Er ist sofort tot. Fischer schleppt den toten Kameraden auf das Bett, dann erschießt er sich selbst. Es ist der 17. Juli 1922. Ernst Werner Techow und die anderen Hintermänner kommen vor Gericht. Die Richter des Staatsgerichtshofes in Leipzig urteilen keineswegs milde. Aber sie richten nicht über die OC und das Verschwörersystem, sondern strafen Einzeltäter. Niemand wird wegen Verschwörung und Landesverrats angeklagt. Techow wird zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt. Die anderen erhalten Haftstrafen zwischen 2 Monaten und 8 Jahren. Schon 1927 sind alle wieder auf freiem Fuß. Juli 1933. SS und SA auf Marsch in Saaleck. Gedenkfeier für die Rathenau-Mörder. Mit dabei Ernst Werner Techow und die Hintermänner des Rathenau-Mordes. Auch Hermann Erhardt ist auf der Burg. 11 Jahre nach dem Attentat auf den deutschen Außenminister unterstellt Kapitän Hermann Erhardt in Anwesenheit von SS-Reichsführer Himmler seine Organisation offiziell der SS. Das elitäre Putschkonzept der Organisation Konsul ist Hitlers Massenstrategie unterlegen. Viele Erhardt-Anhänger machen bei Hitler mit. Der Kapitän selbst zieht sich zurück und ist nur noch Privatmann. Und die große Linie, die man erkennen muss, ist eben die, dass die gewaltbereiten, rechtsradikalen Nationalisten aus der Gründungsphase der Weimarer Republik genau diejenigen sind, die später das Gewaltpotenzial insbesondere in der SS bilden. Insofern sehe ich hier eine große Linie der Kontinuität, ohne dass ich dabei unterschlagen möchte, ganz im Gegenteil, dass Deutschland auch einen ganz anderen Weg hätte nehmen können, wenn diese radikalen Nationalisten nicht zum Zuge gekommen wären. Kern und Fischer sind Helden der neuen Zeit. Auch Hitler kommt nach Saaleck und weiht einen Gedenkstein für die Kämpfer ein, die im Namen der nationalen Sache gefallen sind. Der Grabstein hat die wechselnden Zeiten lange überdauert, sogar den Sozialismus der DDR, den allerdings ohne Inschrift und Hakenkreuz. Als nach der Wende rechte Gruppen den Friedhof zum Wallfahrtsort machen, greift eine Pastorin ein. Sie lässt den Stein von der Bundeswehr beseitigen und erteilt den Rechten Hausverbot. Dennoch feiern bis heute Rechtsradikale das Grab als Gedenkort.